Gleich geht's zurück nach Monino. Ich warte jetzt hier auf dem Spielplatz. Heute war ich den Tag über in einer Waldorfschule hier in Moskau. Das ist das Schulgebäude. Sieht von außen vielleicht nicht waldorfmäßig aus, aber ist eine sehr schöne Schule. Hier gibt es sogar eine Werkstatt. Und die haben so alles, was auch in Deutschland eine Waldorfschule ist. Und toll ist das Essen, glaube ich, auch für alle. Also es gibt da einfach Essen für alle. Gleich geht's zurück nach Monino. Ich warte jetzt hier auf dem Spielplatz auf einer Bank irgendwo auf Sascha. Der holt mich dann hier ab und dann geht's los wieder nach Monino zurück. Ich bin jetzt im billigsten Laden drin, den es in Russland gibt. Der heißt Magnit. Ein Kilo Bananen kosten hier 50 Rubel, also so 60 Cent oder 57 Cent. Orangen hier 113, okay, und hier Pflaumen 30 Cent pro Kilo, Möhren auch pro Kilo 30 Cent und Kohl pro Kilo 30 Rubel, was ja ungefähr 35 Cent entsprechen. Und Kohl und Gurken. Alles Kilopreise, also es ist sehr billig. Frisches Gemüse in Russland generell. Ein Leben ist sehr billig. Hier Zwiebeln. Auch pro Kilo nur 22 Rubel. Rote Bohnen hier, 25 Rubel. Und weiße daneben. 36 Rubel. Oh, ich habe hier gerade Apfelsaft gefunden und Multivitamin-Nektar nur 27 Rubel und Tomatensaft auch 27 Rubel, was ja so ein Cent, so 30, 32 entsprechen. Ah, ich habe hier Dr. Oetker Pizza gefunden, 330 Rubel, ein Euro wahrscheinlich so 3,60 oder so, oder so ein bisschen mehr. So, wie viel kosten denn hier Pelmeni? Also so eine 500 Gramm Packung kostet 133 Rubel. Aber hier gibt es auch ein Kilo für 137 Rubel. Also sehr billig, wenn man auf die billigsten zurückgreift. Ich fand hier Heinz Ketchup, 135 Rubel ist im Angebot. Hier finde ich Zucker, 45 Rubel 99. Hier ist übrigens auch noch diverser Käse. Gouda, der übrigens nicht nach Gouda-Käse schmeckt, aber der heißt ja auf jeden Fall auch Gouda. Kostet pro Kilo 50 Rubel. Ich weiß ja nicht genau, wie viel es in Deutschland sind. Ja, es gibt übrigens auch noch russischen Käse, der auch nicht nach Käse schmeckt, sondern nach gummiartig. Ich habe hier Haferflocken gefunden. Kosten so 14 Rubel 49. Gerkulev. Gerakno. Ist das? Die Haferflocken sind von Gerkules, also Herkules. Was gibt's hier noch? Gretschka hier. 66,99 für 800 Gramm, was ja ungefähr so 75 Cent entsprechen. So, und hier noch Öl. 1 Liter Sonnenblumenöl, 129 Rubel. Was mich erstaunt, das ist relativ, also ist teurer als in Deutschland, meine ich. Wenn man das Allerbilligste vergleicht. Das Billigste in Deutschland kostet 99 Cent. Und das wären dann ja ungefähr 1,45 Euro. Nee, sogar mehr, 1,50 Euro. Hier sind übrigens auch Äpfel, also 62, 70 Rubel. Oder sogar 80 Rubel hier in Ghana. Also so zwischen 65 und 86 Cent ungefähr. Nee,
85 Cent.